Hallihallo, ihr Lieben. Hier ist die Abby. Ja, ich stehe jetzt hier in den vergessenen Feldern und ich möchte heute mit der Story Quest weitermachen. Und ja, wir hatten ja das letzte Mal ja aufgehört. Ja, hier unten mit diesen Wurzeln am ja, Strand hier. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal. Also diese Folge findet jetzt auch wieder hier ungeschnitten statt. Es sei denn, es ist irgendwas Schwerwiegendes, was ich rausschneiden muss. Aber ansonsten findet das hier ungeschnitten statt. Ja. Weil das macht sich irgendwie hier einfacher, als wenn ich da jetzt hier dran rumschneide, weil das ist ja jetzt hier nur eine Questfolge und ich finde, das kann dann ruhig so bleiben, genau. Genau, so. Ich würde sagen, ich mache mal kurz ein Foto. So, perfekt. Okay, dann sprechen wir mal mit Lisa. Okay, wir brauchen einen. Okay, wir brauchen Rat. Linda weiß eine Menge über Bäume der Ewigkeit und Elisabeth platzt normalerweise vor Weisheit. Linda und Alex sind jedoch wie so oft beim Schmugglerpass an der Küste. Sie versuchen herauszufinden, ob die Handlanger von Dakor irgendwo an Land gehen. Manchmal nehmen sie sich jedoch frei und dann ist zumindest Linda beim Weingarten anzutreffen. Ich reite zu Elisabeth nach Vale-Dale und du kannst zum Weingarten reiten und dort mit Linda sprechen. Wenn sie denn dort ist. Oh, okay. Ziel, reite zum Weingarten und hole dir einen Ratschlag von Linda. Okay, da müssen wir jetzt natürlich wieder zum Weingarten. Da mache ich das ganz einfach so. Ich lasse mich kurz abholen. Und ja, weil das macht sich irgendwie einfacher, als wenn ich jetzt erst hier rumreite und den Transporter suche. Das dauert aber lange, Mensch. Wir kommen, um dich abzuholen. Genau. So, da ist nämlich der Transporter und da kann ich nämlich direkt zum Silberglät. Zum Sil Na, Mensch. Zum Silberglät Landgut. So, genau da. Perfekt. Ja. Das macht sich irgendwie einfacher. Oh, der Transporter ist aber laut. Der Transporter ist aber laut. Ich muss das mal kurz ein Stückchen leiser drehen, ja. So, ich denke mal, so müsste es. Ich denke mal, so passt das. So, genau. Wo ist denn jetzt die Linda? Da, ach, ich kann nicht mehr reiten, Mensch. So, gut. Da vorne, genau. So, da wollen wir doch mal mit der Linda sprechen. Ich bin gespannt, wie wir das jetzt hier machen müssen. Okay, hallo Abigail. Bist du auch mal wieder da? Schön, dich zu sehen. Gibt's etwas Neues? Oh, was wollt ihr machen? Der Baum der Ewigkeit will, dass ihr Aydins Taten aus den Legenden wiederholt? So, okay, hör Lindas Ratschlag zu. Okay, na, jetzt bin ich mal gespannt. Als ich über die Bäume der Ewigkeit und ihr Schicksal nachgelesen habe, habe ich bereits verstanden, dass die schlafende Witwe vom Kommunikationssystem der anderen Bäume getrennt worden ist. Ich kann ihren Wunsch wirklich nachvollziehen. Es muss schrecklich sein, auf diese Art und Weise isoliert zu sein, aber ihre toten Wurzeln zu beleben oder gar zum Wachsen zu bringen, das hört sich schwer an. Ein Baum der Ewigkeit ist jedoch weise. Sie wissen Dinge, die wir nicht wissen. Vielleicht kann man es so machen wie Aydin in der Legende. Du hast doch das Lichtfragment Aydins. Du weißt, dass man sich erzählt, dass das Licht Tote zum Leben erwecken kann. Die schlafende Witwe hat immerhin auf das Licht und die Tränen reagiert. Laut der Legende hatte Aydin eine Harfe in der Hand und ein kraftvolles Feuer namens Jors Feuer in der anderen Hand, als sie über das Wasser geritten ist. Diese Legende besagt, dass ihr Licht und ihre Musik das Leben auf Jorvik herbeigerufen hat. Lisa besitzt die Kraft des Sternkreises, welches auch eine heilende Kraft ist. Mit Lisas heilender Magie und wenn ihr das Licht und die Harfe habt, dann könnt ihr vielleicht etwas Ähnliches machen wie Aydin in der Legende. Vielleicht meint der Baum der Ewigkeit genau das. Vielleicht bringt genau das die Wurzeln dazu, über die Bucht zu wachsen. Vielleicht.
Vielleicht müsst ihr nicht, was ihr denn jetzt? Vielleicht müsst ihr nicht buchstäblich über das Wasser reiten. Ihr könnt sicher auch einen Booten benutzen. Ihr braucht auf jeden Fall Aidins Harfe und ich weiß nicht, und ich weiß auch, wo sie ist. Oh, Mensch. Eine SMS. Oh, das ist ja der SMS-Ton von früher. Oh, ich habe eine SMS von Lisa bekommen. Sie sagt, dass sie mit Elisabeth gesprochen hat, die behauptet, dass man tatsächlich über das Wasser reiten kann, wenn man die richtige Melodie auf der Harfe spielt. Lisa weiß, wie sie die Melodien lernen kann, die das möglich macht. Sie kommt bald mit dem Pferdetransporter her. Wo waren wir? Ach, genau, diese ganzen vielleicht. Aidins Harfe wird im Jorvik Museum in Jorvik City ausgestellt. Sie stellen die Harfe meistens bei historischen Ausstellungen aus. Du weißt sicherlich, dass es sich bei der Harfe um die Harfe auf der Flagge Jorviks handelt. Ach, tatsächlich, ja. Okay. Das Grün der Flagge symbolisiert das Leben auf der Insel Jorvik. Das Blau dort oben ist der Himmel und das Blau unten ist das Meer. Die weißen Linien symbolisieren die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, genau von der Jorvik-Flagge. Da kommt schon Lisa. Ui, wie sie angeritten kommt. Sehr schön. Hey, das Pferd hat da einen weißen Fleck. Okay, hallo, habt ihr etwas erreicht? Ja, Lisa, da haben wir. Das haben wir. Meine Güte, ich kann nicht mehr sprechen. Sorry. Okay, vielleicht könnt ihr Aidins lebenserschaffendes Ritual aus der Legende imitieren. Der Baum der Ewigkeit scheint genau das zu wollen. Abigail hat das Lichtfragment. Du, Lisa, hast die heilende Magie durch den Sternkreis. Elisabeth hat euch erzählt, dass ihr über das Wasser reiten könnt, wenn ihr eine bestimmte Melodie auf Aidins Harfe spielt. Wenn das geht, braucht ihr euch nicht mal um ein Boot zu kümmern. Brillant! Es hört sich verrückt an, ist aber ein Versuch wert. Im schlimmsten Fall werden unsere Hufe ein wenig nass. Ich zweifle noch ein wenig daran, dass es wirklich klappen wird. Ich denke, ich werde dann die Harfe spielen, da ich darin Erfahrung habe. Oh, sorry. Abigail, kannst du dann mit dem Lichtfragment leuchten? Das Fragment Aidins befindet sich immer noch in Abigails Besitz und ist noch geladen. Es muss also nicht aufgeladen werden. Zurück zur Harfe. Oh, ist das spannend, Mensch, ihr Lieben. Okay. Leider ist das Museum in Jorvik City wegen Renovierung geschlossen. Ui, und nun? Ja, typisch. Ich habe es schon von Elisabeth gehört. Sie hat aber gesagt, dass der Ratsmann aus Silverkleid den Museumsleiter kennt. Und du, Abigail, du kennst doch den Ratsmann recht gut, oder? Schlau. Abigail, du kannst zum Ratsmann reiten und ihn fragen, ob der Museumsleiter ihm nicht einen Gefallen tun kann und uns die Harfe für kurze Zeit leiht. Okay, jetzt bin ich einmal gespannt. Da haben wir einen Plan, oder? Oh, ich freue mich so. Wir treffen uns wieder hier, wenn du mit dem Ratsmann in Silverglade gesprochen hast. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, den Butler dazu zu überreden, uns mit seinem Auto nach Jorvik City zu bringen. Okay. Sprich mit dem Ratsmann in Silverglade. Kennst du den Museumsleiter? Okay. Jetzt müssen wir nach Silverglade Village, genau. Da würde ich sagen, dann reiten wir doch mal nach Silverglade Village. Oder nein, ich nehme direkt den Transporter. Das geht ja irgendwie viel schneller. Um die Schillinge mache ich mir da keine Sorgen. Und dann kann ich auch gleich mal schauen, ob die Lautstärke dann so passt. So, okay, Silverglade Village. Nein, das war das Falsche. Da müssen wir nach Steve's Farm. Genau. So, perfekt. Okay, ich glaube, das geht jetzt mit dem... Obwohl das immer noch so laut. Naja, gut. So, da wollen wir doch mal sehen.
Ich finde, die könnten mal die Bildchen ändern. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Weil das wäre schön, wenn man dann immer so ein anderes Bild bekommt, wenn man irgendwo hinreist mit dem Transporter. Das fände ich irgendwie, weiß nicht, das fände ich irgendwie schöner, ja. Ach, und schon steht hier auch schon Alex, aber die stand, glaube ich, vorher schon da. So, perfekt. Abigail, tolles Wetter, oder? Jeden Tag ist das Wetter einfach nur hinreißend. Ist dir das schon einmal aufgefallen? Ob ich den Museumsleiter aus Jorvik City kenne? Ich kenne den Museumsleiter sehr gut. Wir sind zusammen zur Schule gegangen, natürlich. Was für ein Zufall. Okay, ich bin mir sicher, dass er euch ins Museum lassen wird und euch auch etwas aus dem Museum ausleiht, wenn ich ein gutes Wort für euch hier einlege. Und das werde ich selbstverständlich tun. Macht euch also keine Sorgen. Ich werde ihn direkt anrufen. Du kannst jetzt zu deinen Freunden zurückreisen und ihnen mitteilen, dass euch der Museumsleiter empfangen wird. Das kannst du mir glauben. Gut, sprich mit Lisa und berichte und so weiter. Bla bla bla. Genau. Okay, also wir müssen jetzt wieder zurück hier nach Silverklet Landgut. Eieiei, okay, da lassen wir es auch direkt wieder transportieren. Naja, alles andere dauert mir irgendwie zu lange. Da finde ich das irgendwie einfacher, hier hinten so rumzumachen. Da gleich in den Transporter zu springen. Oh Gott, das ist total bescheuert eigentlich. Aber ich mach's trotzdem. So. Silberklet. Landgut. Perfekt. Also ich finde es immer noch zu laut, ja. Hier diese Bildchen hier meine ich. Das wäre schön, wenn man hier Silverglied Landgut jetzt hier als Ziel hat, dass dann hier auch ein Bild vom Silverglied Landgut wäre. Das fände ich zum Beispiel schön, ja. Achso, da vorne stehen sie gut. So, perfekt. Ui, hups, mein Pony hält nicht an. Okay, sprechen wir wieder mit Lisa. Okay, brillant. Dann wissen wir, dass wir im Museum willkommen sind. Dann müssen wir nur noch dorthin. Okay. Der alte Gipfel will uns nicht nach Jorvik fahren. Nicht ohne die Erlaubnis unserer Eltern. So etwas Blödes habe ich noch nicht gehört. Godfrey und die Baroness scheinen vergessen zu haben, was sie uns schuldig sind und dass wir keine Kinder mehr sind. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Natürlich seid ihr keine Kinder. Kannst du nicht versuchen, ihn zu überreden? Überredet Butler Godfrey, um euch ins Museum nach Jorvik City zu fahren. Uiuiui, okay, mal schauen. Abigail, guten Tag, guten Tag. Plötzlich wollen alle nur noch in die Großstadt fahren. Naja, dir kann man vertrauen, du bist verantwortungsbewusst. Wenn du also mit nach Jorvik City fährst, ist das okay? Das Ganze muss jedoch bis morgen warten, da ich dann sowieso dorthin muss. So lange müsst ihr warten. Alles zu seiner Zeit. Ach, herrje, jetzt haben wir auch noch diesen blöden Tagesblogger da drin. Okay. Dann würde ich sagen, dann beenden wir das Video an der Stelle. Geht ja auch schon 13 Minuten oder so. Tja, das ist immer so nervig mit diesen. Ah, mit diesen Tagesbloggern. Okay. Gut, okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, das war's an der Stelle. Ich bedanke mich erstmal, ja, fürs Zuschauen bis hierher. Und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video, beziehungsweise hier in der nächsten Folge, also nächsten Story-Quest-Folge wieder. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis bald, ihr Lieben.